Ich speichere mal. Ich hoffe, ich kann jetzt hier raus ohne. Dass die mich hier jetzt angreifen. Sonst war das alles umsonst. Weil das will ich eigentlich nicht. Ich will das Ganze heimlich machen. Komm mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht. Aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey, Daisy. Schön, dass du gekommen bist. Okay. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also. Was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Sünden! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Chat verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider. Nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Ja, der einzige ja. Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Leider der Rede. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeinter Rat. Brauchst du was zum Entspannen? Fred Elm, Hotel Rexford. Er hat genau das Richtige. Okay. Was? Ist die Kehle trocken? Dann geh rüber ins Third Rail. Die Lager heißt, es sollte ich dann mal noch alle durchschauen. Hab gehört, dass du diesen Rex Goodman vor den Supermutanten gerettet hast. Anscheinend weiß nicht jeder den Baden zu schätzen, was? Du haust vor was ab? Willkommen zu Hause. Netter Pip-Boy, Bruder. Pass gut auf den auf. Mach ich. Bin nicht dumm. So. Hey. Jetzt gehen wir mal hier rein. Dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen nochmal zum Bürgermeister. Der Typ hat sicherlich eine Quest für uns. Und dann mal schauen. Dann würde ich gern die Quest des Silver Shroud hier weitermachen. Ja, mal schauen, ob das klappt. So. Speichern wir mal. Okay, jetzt kann ich klauen. Will ich jetzt? Nee, ich klaue ich. Tür. Uah, Tür. Nee, schau mir mal. Hast du die Erinnerungskapsel hochgeladen? Oh, du bist nicht Irma. Laufen wir mal mit der Tussi hier. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Bevor du fragst, ich hätte mit der Einrichtung nichts zu tun, also will ich auch nichts darüber hören. Okay. Reden wir mal mit der hier. Und gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Hey, Irma.
Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Du willst wissen, wo die Memo-Sessel herkommen? Ein Mädchen muss auch seine Geheimnisse haben dürfen. Ja, ja. Okay, okay. Die Memo-Sessel sind empfindliche technische Geräte. Bitte, lehn dich nicht dagegen, spring nicht drauf oder tritt sie. Amari. Frag mich erst gar nicht, wie die Memo-Sessel funktionieren. Ja, ich habe nicht die Zeit, dir hochkomplexe neurophysiologische Vorgänge so zu erklären, dass du sie verstehen würdest. Okay. Ja, das Ding, ja, mal später vielleicht mitnehmen. So. Reden wir mit dem Typen hier. Hey. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Okay, verstanden. Ja, richtig. Ist schlimm da draußen. Es ist schwer an den guten Tagen, aber jetzt... Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Wer ist das? Was kannst du mir über Shroud erzählen? Er ist aus dem Radiohörspiel. Ich habe alle 419 Folgen gehört. Und auch das Weihnachtsspecial. Er ist der Beste. Besser als Gorgnag und Mentaman zusammen. Okay. Na, ja, sagen wir mal. Okay. Kommt mir bekannt vor. Du würdest dich an ihn erinnern. Das sind die besten Detektivgeschichten, die es gibt. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Okay. Klar, Kent. Natürlich hast du einen Plan. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Belohnung? Vielleicht. Wenn es sich für mich lohnt. Wenn du es schaffst, habe ich eine Belohnung für dich. Hilfst du mir jetzt? Okay. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Okay. Dann wollen wir das Ding mal holen. Okay, hier geht's raus. Ich würde jetzt sagen, jetzt sprechen wir mal noch mit dem Boss. Schauen, was der zu melden hat. So wie ich die Leute hier kenne, haben die alle irgendwas zu sagen. Okay. Er hat auch wie Sammy ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Tja, am besten gar nichts. Schleppst ja einiges mit dir rum. Verkauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir wer klaut. Old State House. Ich glaube, da müssen wir rein. Na, okay. Na, mal schauen. Wo wir jetzt hier landen. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Okay. Entschuldigung? Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du im Kopf behalten. Okay. Okay, das ist eine Bar. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacReady? Er ist im Hinterzimmer. Mann, ich liebe Okay. Magnolia kann echt gut singen. Ist der einzige Grund, weshalb ich hierher komme. Strange in voll auf dem Mast. Have you got a history that needs erasing? Wenn du durch das Tor trittst, zeigt das, dass du Eier in der Hose hast. Kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen, MacReady. Ich habe mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock.
Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was? Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacCready. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das Spiel spielt. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer in Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja, das war's. Komm, Barnes. Hör zu, Kumpel. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir... Ja, dann. Hallo. Hör zu, Kumpel. Wenn du über das Atom predigst... Ja, habe ich schon gehört. Suchst, bist du hier falsch. Wenn du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Hat sich für mich so angehört, als wärst du nicht mehr im Geschäft. Verarschst du mich? Ich werde mir doch wegen ein paar bescheuerten Gunnern keinen Zahltag entgehen lassen. Du tust so, als sollte ich wissen, wovon du redest. Vielleicht ist es besser, wenn du es nicht weißt. Ich möchte nicht, dass der Gestank von Winlock und Barnes auf mich abfärbt und mir die Kundschaft vergrault. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Tja, tust du nicht. Gar nicht. Das ist Teil des Risikos, nicht wahr? Da kann man wohl nichts machen. Weißt du was? Der Preis ist 250 Kronkorken. Im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Was meinst du? Lass mich drüber nachdenken. Ist ja nicht so, dass das Taxameter schon läuft. Lass dir Zeit. Ich hab jede Menge. Okay. Das wäre ein neuer Begleiter, so wie es aussieht. Den kann ich anheuern. Nee, der Typ interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Wir sind nach dieser Pause gleich wieder für euch da. Wundervoll wie immer, Max. Okay. Danke, Charlie. Kann ich etwas Wasser haben? Du musst nicht mal fragen. Ich heb dir immer Entschuldigung, Miss. Guten Zeug auf. Was ist los, du hübscher Bursche? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Ich wollte reden. Ich wollte nur mit dir reden. Oh, das ist der dümmste Anmachspruch aller Zeiten. Ist ja peinlich. Ich dachte, das machen wir schon. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Deine Augen. Aufmerksam und tiefgründig. Dir entgeht bestimmt nichts, oder? Und? Gefällt dir, was du siehst? Also, was führt ein Mann wie dich in meine Ecke der Stadt? Oh, ich bin hier aufgewacht. Nur ich, meine Unterwäsche und etwas Reue. Das klingt nach dem Anfang eines tollen Lieds. Ich glaube, wir beide werden uns gut verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Verlockend. Aber leider bin ich mit der Bühne verheiratet. Hey. Probieren wir mal noch was aus. Ja. Und zwar... Bling, bling. Bling. Bier. Und wenn du kein Bier Magnolia? Bestellst, schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Hier? Meinst du, ich könnte dich mal für einen Abend von hier entführen? Ich glaube, das wäre keine so gute Idee. Kann ich sonst etwas für dich tun? Was ist mit dir? Wie bist du zu dem Job als Sängerin hier gekommen? Oh, ich bin wie ein Singvogel in die Stadt gekommen. Mit einem kräftigen Wind und einem verletzten Flügel. Der Laden hatte eine Bühne, ich musste singen und Whitechapel Charlie brauchte Kunden. Und so hat sich das hier ergeben. Gibt es sonst noch was? Noch ein Lied? Ich hätte nichts dagegen, noch ein Lied zu hören. Okay, ich habe noch was für dich. Ah, du bist zurück.
Hier gibt's noch immer Drinks und angenehme Gesellschaft. Okay. Dann wieder. Das hier. So. Gut. Ja? Singt jetzt nochmal. Naja. Mal hier raus. Andere Tür rein. Mal mit Hancock reden. Schauen, was der Typ noch so will. Ich glaube, da muss ich hier rein. Mann, ich habe schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein fliegendes Schiff? Nö. Wahnsinn. Nicht die Tür. Okay. Welche Tür dann? Da könnte ich doch gerade vorher reingehen. Wer ist die Rothaarige? Sie hat diesen Ich stech dir mit einem Schraubenzieher die Augen aus Look. Genau. Ja, Mann. So kann ich da nicht rein? Wenn du hier bleiben willst, musst du dich einer Crew anschließen. Ich habe gehört, dass Bobby Nasenlos Leute sucht. Gib bei ihr immer einen Haken. Ja, ja. Okay, sprich mit Bobby. Du stehst mir in der Sonne, Mann. Ich will eigentlich hier rein. So geht das nicht mehr. Peace. Ging vorher. Komisch. Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Jo. Und was denkst du? Es hat sich ganz schön verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Ich war gar nicht nur hier. Naja, Good Neighbor hat sich in den letzten Jahren definitiv entwickelt. Vor allem seit Hancock das Ruder übernommen hat. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen. Halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich repariere meistens irgendwas im Hotel Rexford. Oder ich trinke diese Plörre von Charlie in Third Rail. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Jo, Arbeit. Ich könnte Arbeit brauchen, aber es kommt drauf an, was es ist. Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Aber das Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Okay. Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Ich wollte dich nicht abzocken. 100 Kronkorken und einen Anteil vom Bier. Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Jo, ich bin machen dabei. Wir doch. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Okay. So, jetzt möchte ich aber trotzdem gerne hier rein, verdammt nochmal. Im Hotel Rexford gibt's Zimmer, falls du was Bequemeres als einen Schlafsack auf dem Boden haben willst. Hast du ein Problem? Ich würde gern irgendwo warten, hier. Ich scheine hier anscheinend irgendwie nicht rein zu können, wenn die Zeit nicht passt. Vielleicht ist es das. Machen wir mal so. Good Neighbor keine Fragen. Ist jetzt vielleicht? So. Was? Sehe ich etwa aus wie ein Barkeeper? Nee. Hol dich irgendwo anders aus. Du stehst mir in der Sonne, Mann. Lass dich nicht unterkriegen. Muss ich da zuerst mit Bobby sprechen, oder was? Damit ich hier rein kann? Aber pass auf, dass du nicht abhängig wirst. Wie der alte Ken. Der arme Kerl hängt praktisch in der Vergangenheit fest. Okay. Ja?
nur keine falsche Bescheidenheit. Mal die Quest noch schnell raussuchen. Sprich mit Bobby oder irgend sowas. Hier. Sprich mit Bobby. Oh. Das wäre dann irgendwo hier. Aha, hier hinten. Okay. Wie kann ich hier? Naja, wahrscheinlich muss ich ausruhen. Hier rüber. Jo, okay. Gut, aber bevor wir das machen, würde ich mal sagen, ja, das war's mal wieder für diese Folge. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, liken, subscriben, abonnieren und kommentieren. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ciao.